Rheinisches Derby Nummer 239 zwischen der DEG und den Kölner Haien. Der PSD Bankdom ausverkauft. Über 13.000 Fans sind da. Und einer, der Cheftrainer der Haie, Uwe Krupp, der hofft mit seinen Jungs auf Sieg Nummer 3 in dieser Saison. Roger Hanschon, Trainer der DEG, will es verhindern, hat schon mal den Beginn der Playoffs ausgerufen. Wir gehen rein ins Spiel, 16. Minute, Düsseldorf druckvoller, Köln mit dieser Chance und mit der Scheibe in Richtung Tor. Dann ist Baptista Haukeland zum ersten Mal geschlagen. Nick Baptist, hier lauert er auf seine Möglichkeit. Die anderen konzentrieren auf Matsumoto und deshalb gibt es die Möglichkeit und den Führungstreffer für die Kölner Haie. Auch Öffing kriegt noch einen Assist. Dann sind wir in der 17. Und plötzlich ist die DEG im Powerplay unterwegs. Das ist nicht das Beste, was sie können in dieser Saison. Aber wenn Gogula so einen Pass spielt auf Tobi Eder und der den perfekt trifft, dann ist das ein wunderschön anzuschauendes Powerplay-Tor. Sorgt für den Ausgleich 1-1, 12. Saisontreffer für Tobi Eder. Viertes Powerplay-Tor für ihn, unhaltbar für Mirko Pankowski. 94 Sekunden später, aber soll der PSD Bankdom noch mal jubeln, weil Tobi Eder noch mal trifft. Vierter Treffer für ihn in dieser Saison gegen die Kölner Haie. Das Zuspiel von Ehl. Tolle Bewegung, guter Reflex von Pankowski, der Rebound. Dann aber drin. Schönes Tor von Tobi Eder. Und der Jubel Derby-like. Kein Wunder, dass die DEG-Fans richtig glücklich sind. Spiel gedreht, rein in den Mittelabschnitt. Da muss man dann aber zugeben, verändert sich die Lage. Köln ist die bessere Mannschaft, hat diese Gelegenheit. Maxi Kammerer vor dem Tor, das hat er sich wahrlich in dieser Saison selten nehmen lassen. Ganz frei vor Haukeland. Der macht aber einfach ein bärenstarkes Spiel. Hier räumt McCray Kamera noch ab. Es bleibt beim 2-1. Dann die 30. Minute. Boah, der Schuss, der hat richtig wehgetan. Stanton nach diesem Hammer von Bartha. Vor dem Tor war Ehl mittendrin. Gute Chance für die DEG. Aber wie gesagt, der Schmerz, mit dem leiden wir alle. Und dann sehen wir noch mal diese Momente vor dem Carsten Svensson mit dem Nachschuss. Aber noch einmal die Kölner dann in diesem Mittelabschnitt. Aber ohne Fortune. Ich nehme es vorweg. Prof. Traumpass. Annahme Matsumoto aus der Luft. Genial. Abschluss. Aber nicht möglich. Matsumoto, der bereitet diese Chance selbst vor. Prof. mit dem Chippass. Und wieder ist es Haukeland. Trotzdem, obwohl die Haie zurückliegen, können die Fans, mitgereist aus der Domstadt, richtig glücklich sein. Das Schlussdrittel. Und da ist erneut Powerplay-Zeit angesagt. Und habe ich gesagt, dass die Düsseldorfer das irgendwie nicht spielen können in dieser Saison? Zumindest in vielen Partien. Alles Quatsch. 3-1. Alex Ehl, zweiter Punkt im Spiel. Da ist er genau in die Lücke gestochen. Macht das richtig gut. Pankowski macht seinen Job, hält den ersten. Und an Mo Müller vorbei, der zurückgekehrt ist, geht diese Scheibe ins Tor. Es beginnen die letzten 6 Minuten. 5-3 Überzahl für die Kölner Haie. Und dann dieser Laser, dieser Hammer von Nick Behlen. Und dann werden Erinnerungen wach. Sollten die Kölner noch einmal zurückkehren ins Spiel? Das war schon mal so in Düsseldorf, in Spiel 1 dieser Serie. Aber es gelang nicht. Düsseldorf verteidigte den Vorsprung und gewann am Ende mit 3-2. Das ist ein Derby, da sind viele Emotionen dabei bei allen Beteiligten. Heute waren wir nicht clever genug, das Spiel zu gewinnen. Aber auch Chancen hatten wir genug. Es hätte auch für uns so ausgehen können. Das sind Kleinigkeiten, die am Ende so ein Spiel entscheiden. Erstmal vielen Dank. Wahnsinnskulisse heute. Ich denke, bis aufs zweite Drittel haben wir grundsolide gespielt. Tolles Unterzahl. Ja, ich denke, das geht so in Ordnung. Zweimal Köln, zweimal Düsseldorf. Das ist die Derby-Bilanz nach der Hauptrunde 22-23. Und wir halten fest, das Derby hat wieder Qualität, hat Intensität und hat viermal in diesem Jahr richtig Spaß gemacht.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.